Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Alles hier wieder an, im Betrieb. Okay, der stellt nur Sand her. Ich war zwischenzeitlich einmal zu Hause. Ich habe mir zum einen mehr Beton geholt, nochmal ein paar Rahmen und vor allen Dingen Erste-Hilfe-Kästen. So, und da unten rennt irgendwo einer rum. Den erledigen wir jetzt. Da. Der nervt nämlich schon die ganze Nacht. So, nichts dabei. So, ihr seid auch noch so ein Überbleibsel von der Wanderhorde. Oh Mann, wie die wollen jetzt auch hier durch das Hotel rein. Das ist halt auch das Problem, wenn man zu nah an anderen Gebäuden baut, dann hacken die sich da dauernd durch. So. Komm, wenn wir dabei sind, machen wir den auch gleich weg. Hey, Businessman. So. Sehr schön. Hm? Ach da! Da ist ja noch einer. So. Gucken wir mal, was die haben. Und dann würde ich sagen, bauen wir heute mal ein bisschen an unserem Außenposten. Weil der Graben ist jetzt soweit fertig. Ich habe auch überall die Wände hochgezogen. Und die sind alle leer. Okay. Und bauen noch einen Zugang. Und die ganzen Spitzen. Apropos Spitzen. Bist du noch nicht tot? Aber jetzt. So. Die muss ich noch holen, bevor ich jetzt runterstiefel. Weil da steht noch einer. Wie viele von euch gibt es denn hier bitte? So. Ne, Piercing will ich nicht. Können wir aber einschmelzen oder schrotten oder irgendwie sowas. Irgendwann mal. So, Futter brauche ich jetzt auch nicht. Das brauchen wir. Rampen brauchen wir. Vielleicht die da. Bin ich mir noch nicht sicher. Was wollte ich jetzt? Ach ja, Spitzen. Nee, wo habe ich die hingeworfen? Ich habe doch welche hergestellt. Ich sehe es nicht. Irgendwo anders. Nein. Oder ich übersehe sie jetzt. Oder ein Minibike. Ein Minibike. Vielleicht habe ich die da reingeworfen. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Nee. Hä? Ich bin jetzt schon wieder blind und sehe nichts. Spitzen, Spitzen. Nein. Also wenn ich die jetzt dauernd übersehe, dann habe ich keine Ahnung, was ich hier suche oder was ich sehe. Das sind sie auch nicht. Habe ich die aus Versehen zu Hause gelassen oder so? Das wäre aber ziemlich doof. Ne, ich sehe hier keine Spitzen. Keine Ahnung. Dann stellen wir einfach nochmal einen Schwung her. Und dann muss ich aber nochmal Eisen schrotten. Wo könnte ich die zurückgelassen haben? Eigentlich nur zu Hause. Vielleicht, wo ich gerade Beton oder so eingeladen habe, dass ich da dann... trotzdem komisch. Komisch. Komisch, komisch. Aber gut, manchmal weiß ich ja nicht, was ich bei der Arbeit denke. Oder habe ich die hier irgendwo drin? Nee. Nee. Weil ich bin mir sicher, ich hatte welche. Egal. Und stell mal halt neue her. Kein Problem. Okay, also einmal gehen wir hier runter, weil hier habe ich alles weggenommen. Ach ne, warte, hier muss ich noch schnell. Hier war nämlich das ganze Wasser drin, das fülle ich jetzt einfach so auf. Beziehungsweise das können wir eigentlich komplett dicht machen. Dann mache ich aber lieber hier auch weg. Und die zwei Dinger, da was drin, nein, dann verpiesel dich. So, dann passt das besser. Mit der Zeit werde ich das eh hier außen verstärken. Weil ich kenne meine Freunde hier. Die machen dann irgendwo hier ein Loch rein und wollen dann durchgraben. So, jetzt aber runter. Machen wir mal die Tür zu. Ich habe keine Lust, dass mir Zombies auf den Kopf fallen. Und dann gucken wir mal. So, das ist wie gesagt nicht ganz unten. Hier unten drunter sind dreimal, also drei... Blöcke tief, die... sag's mir.
Betonklötzen. So. Hier hätte ich gern noch eine Rampe. Einmal. Zack, da musst du noch eine Türe rein. Und jetzt brauche ich hier praktisch einen Weg. Also hier wird alles vollgepackt mit Stacheln. Hm, sagen wir mal... Ja, jetzt muss ich erst wieder die Mitte finden. Eieiei. Okay, das kann was werden. Ich glaube hier. Jetzt werden 1, 2, 3, 4 und 4. Sehr gut. Dann ist es hier die Mitte. Komm. Hier, 4, 4. Wow, ich hab mich damals wirklich nicht verzählt. Es sind überall schön 4. Sehr gut. Mal jetzt einmal hier rundrum. So. Das heißt, ich würde sagen... Ne, wir gehen von der Mitte aus. Wir machen 1, 2, das wären dann 3. Ein Weg und 2. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Das wäre dann praktisch hier und hier noch. So jeweils zu. Und hier praktisch auch alles zu mit Spitzen. Dann hätten wir hier halt einen Weg wieder zum Reparieren, falls nötig. Aber wenn die da oben runterklatschen, dann erstmal auf Spike, Spike. Dann haben sie kurz Verschnaufpause. Und wenn sie sich hier in der Mitte tummeln, dann sitzen sie halt direkt auf dem Stachelnest. So, ich baue jetzt hier einen Weg nach unten. Also wir bauen auf jeden Fall 2 frei. Und dann können wir hier eine Rampe bauen. Oder ich mache da einfach nur eine Leiter hin. Ich glaube, das ist besser. Nein, das war doof. Ich weiß. So. Dann machen wir es so rum. Nein. Nein. Jetzt aber so. Und dann die weg. So. Müsste passen, aber da muss ich... Da muss ich hier eine Rampe reinbauen, weil sonst kann ich da immer nicht reinhüpfen. Ohne eine Kopfnuss zu kriegen. So, dann machen wir das hier hoch. Dann bauen wir Leitern. Ich schätze mal eh, dass die das Ding schrotten. Ach ja, ich könnte Platten hinbauen. Aber dann komme ich nicht mehr hoch. Oh. Ja. Ach, die werden mir das Ding schon nicht so schnell zerstören, hoffe ich. Ja, weil wenn ich jetzt Platten baue, dann... Ich kann nicht 2 Dinger nach oben hüpfen, um dann... Ach, ihr wisst schon. Nee, da baue ich das Eisen. Okay. Dann kann ich nämlich hier hoch. Beziehungsweise ich kann dann immer hier runter. Dann hier alles reparieren. Muss ich einfach hier aber umdrehen und dann wieder hier hoch. So, es sei denn, ich baue hier hinten auch noch eine Leiter hin, aber... Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Jetzt hauen wir den da gerade mal weg, weil wie gesagt, ich brauche hier eine Rampe. Okay. Einmal Rampe. Bitte hier hin mit. So, genau. Dann tue ich mir nämlich schön leicht. Kann hier reinhüpfen und ihr seht, ich rutsche dann richtig schön an der Rampe entlang und stoße mir nicht den Schädel an und lande hier in den Stacheln. So, gut. Hier unten ist dann soweit alles fertig. Ich muss halt jetzt nur auf die Spitzen warten, weil ich hab keine Ahnung, wo ich die verloren habe. Ich weiß es nicht. So, hier hoch. Wie gesagt, ich hoffe, der Eingang ist weit genug entfernt, dass der für die Zombies uninteressant ist. So, okay, okay, okay. Jetzt, wie mache ich das am typischsten? Erstmal brauche ich ein paar Platten. Also, erstmal 40 Stück. Keine Ahnung, ob es was hilft oder wie ich das dann baue. Ich weiß halt nur, ich möchte hier Träger haben und hier meine Hütte. Soll auch keine große Hütte werden, aber ich baue eine Hütte. Aber ich glaube auch hier dieses Ding da für 64 Zombies pro Welle ist das viel zu klein. Ich habe gesehen, was sie mit dem Käfig angestellt haben und das war nicht schön.
Okay, gib mir mal die Schaufel. Ich glaube aber jetzt doch tatsächlich, dass ich hier zwei Ding breit mache. Ich grab mal eben und wie gesagt, ich möchte, glaube ich, hier das zweifach verstärken, damit ich dann meine Stützarme sozusagen auch noch ein bisschen erweitern kann. Weil momentan ist halt dann alles nur hier befestigt und ich glaube, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich ein oder zwei Säulen weiter nach hinten gehe. Aber gut, dann graben wir mal. Ich muss eh warten, bis die Spitzen fertig sind und die Platten und der ganze Rest. So, jetzt werten wir natürlich noch alles auf und dann haben wir das eigentlich soweit fertig. Dann gucke ich mal, ob die Stacheln mittlerweile fertig sind. Und wenn ja, dann können wir unten vielleicht doch noch sogar die Spitzen kurz aufstellen und dann aber mit dem Haus oben beginnen. Genau. Aber ich habe, glaube ich, auch ein bisschen Angst davor. Ich werde wahrscheinlich auch von unten irgendwie einen Turm bauen. Und ja, ich weiß es nicht. Weil ich meine halt, hier so einfach so Arbeit, das ist ziemlich gefährlich und ziemlich hoch. Ja. So, dann gucken wir mal, was die Spitzen machen. Oh Mann, oh Mann. Irgendwie will ich da gar nicht bauen, wenn ich mir das so recht überlege. Was hatte ich da nur für eine Idee? Hier. Okay, die Spitzen sind fertig. Das fehlt aber noch. Ich habe kein Eisen mehr. Irgendwo ein bisschen Eisen. Nee. Na gut. Nein. Au. Okay, dann gehen wir mal... Nein, wir bauen jetzt hier oben. Komm. Nicht Schiss haben, sondern bauen. Okay, und zwar habe ich mir jetzt gedacht. Rein theoretisch. Aber nur rein theoretisch. Müssten die hier dran vorbeilatschen. Ich mache mal drei Stück. So, jeweils in der Mitte. Das ist hier. Was jetzt hier natürlich noch das Problem ist. Ich habe jetzt natürlich ausgerechnet hier unten. Nee, stimmt gar nicht. Doch, da ist irgendwo die Türe. Normalerweise wäre das ja alles so ein Support-Pillar, also so eine Säule, die alles hält. Nur hier muss man jetzt bedenken, das ist nicht so tragfähig, weil halt in der Türe fehlen zwei komplette Blöcke. Und deswegen ist das nicht vom ganzen Boden aus irgendwie stabil, sondern das hängt auch schon mehr oder weniger in der Luft. Und jetzt müsste ich vielleicht unten, obwohl da kommt die Türe rein... ich habe mir erst gedacht, vielleicht... Oh, das ist aber schön, wenn ihr an mir vorbeilatscht. Das ist ja mal eine nette Horde. Dann müsste ich die Dinge, die da vielleicht auslagern. Aber wenn ich das jetzt einfach nur eins versetze, ist es blöd. Oder ich muss hoffen, dass es hält, obwohl die Türe dazwischen ist und den Support praktisch, wie heißt's? Unterbricht. Na gut, jetzt gucken wir mal, wie das dann alles hinhaut. So, jetzt fehlt natürlich das hier. So, zwei. Komm, nochmal. Und halt hier oben. So, in der Hoffnung ist halt jetzt, dass die das Ding in Ruhe lassen. Dann hier einfach durchrennen. Obwohl, jetzt bleibt sogar ich hängen. Weil, warum? Ne, jetzt geht's komisch. Ja, und selbst wenn die da drauf rumhämmern, dann machen die erstmal die anderen Dinger kaputt.
Und nicht sofort die, die meine Haus dann halten oder meine Hütte. So, komm. Ja. So, aber ich weiß nicht, ob ich mich dann traue, hier eine Horde nachts zu überleben. Ich weiß es nicht. Ich habe schon so ein bisschen Schiss. Also ich traue dem Haus dann nicht wirklich. Vor allem, nein! Vor allem, wir fliegen ja dann in der Luft. Das heißt, wir haben keine Chance, irgendwie abzuhauen auf die Schnelle. Und wenn die halt eine Säule hier einreißen, stürzen wir samt Haus einfach runter. Das hört sich irgendwie böse an. So, sehr gut. Oh, jetzt gehen die in das Haus. Warum geht ihr jetzt in das Haus? Ihr seid so doof. Ja. Naja. Naja. Sollen sie mal. Wir haben genug andere Häuser zum Plündern. Aber ich finde es nur so schade. So, ich habe ja noch genug hier. So. Okay. So, dann ist der Plan. Erstmal natürlich hier eine große Säule zu bauen. Und die ein bisschen zu unterstützen. So. Okay. Holen wir mal eine Rampe rein. So. Ne, da oben brauche ich keine. Genau. Und das gleiche machen wir jetzt natürlich auch mal auf den anderen Seiten. Wie viel hoch bin ich? 4. So. Ja, vielleicht schaffe ich es auch gar nicht erst, das Haus da zu bauen. Könnte auch passieren. So. Und da bauen wir 4. Sehr gut. Drehen und rein damit. So, sehr schön. Und dann möchte ich natürlich auch hier unten, so wie bei meiner, wie heißt es, bei meinem Raumteiler in Valhalla, der die Decke hält, möchte ich hier natürlich auch noch nach draußen gehen, damit ich praktisch hier zack, zack, so ein, ja, Unterstützerding habe, wo da meine Hütte eben in der Luft hält. Hoffentlich. So, 4, 3, 2. So. Einmal, zweimal. Sehr gut. Ich hoffe, ich habe auch genug Stahl dabei. So. Und das letzte. Ja, komm. Und Rampe. Sehr gut. Alles aufwerten. So, und wie gesagt, wenn die jetzt dann hierher rennen und erstmal hier drauf rumhämmern, dann dürfte mir das nichts ausmachen, weil ich hier die Säule habe, die mich noch hält. Und die Säule, die mich da noch hält. Wenn die aber halt dann die da weghauen und die weghauen, dann glaube ich, fallen wir da irgendwie nach unten und sind Matsch. Na gut, ich glaube, wir würden es vielleicht sogar überleben, nur halt eben nicht die Zombie-Menge dann da unten. So, ich weiß echt nicht, wie ich da noch bauen soll dann. Ich will nicht da schweben. Ich habe doch so schon immer Schiss. Naja, egal. Okay. Jetzt probieren wir das einfach mal. Ich gehe mal hier ein bisschen nach innen, damit ich da besser rankomme. So, okay. Erstmal aufwerten. Komm, so ist brav. Und jetzt, oder soll ich das von unten machen? Ich glaube, das wäre vielleicht von unten besser. So, weil auf jeden Fall möchte ich hier natürlich auch ein bisschen Unterstützung haben. So. Ich weiß jetzt nur nicht, wie weit. Zumal ich muss aufpassen, ich darf nicht zu weit rausgehen, weil ich möchte ja hier schwebend meine Bude haben. Und wenn jetzt so ein Zombie dann hierher rennt und auf dem Ding bis zu meiner Hütte rennen kann und hier drauf prügeln kann, dann bringt das nichts, dass wir fliegen. Weil das ist ja dann sinnfrei. Aber ich glaube, 2 reicht eigentlich schon. Sei leise. Ich überlege gerade da hinten.
Dann machen wir mal zwei. Machen wir mal so. So, und hier. Okay. Oder vielleicht brauchen wir die Dinger gar nicht. Mal gucken. Gib mir. Ne, die kommt nicht. Okay. Komme ich da auch so dran? Bäh. Ah, doch. Geht. Nur nicht runterfallen. Komm, da unten. Danke. Ja, wie gesagt, ich glaube nämlich jetzt, das bringt vielleicht gar nicht so viel, aber ich lasse es jetzt mal und dann gucken wir gleich mal. Ja, wenn man hier mehr haben möchte, dann müsste man, glaube ich, die ganze Grube größer bauen, aber da ist halt dann wieder das Problem, dass es dann die Hütte wahrscheinlich nicht mehr trägt in der Mitte. So wäre es jetzt eigentlich vielleicht noch schaffbar. So, alles schön aufwerfen. So. Okay. Ja, ich glaube, ich gehe aber doch runter und mache mir einen Turm nach oben, oder? Ich weiß nicht. Erstmal machen wir die da kaputt. Komm her. So, dann gucken wir nach dem Eisen. Und, ach nee, Stahlbahn kann ich ja nicht herstellen hier, weil mir dieses Schmelzkessel... Nein, nein! Au! Mist! Okay, Eisen ist immer noch nicht fertig. Ach Mann. Ja, mir fehlt dieses Ding, deswegen kann ich hier kein Ding herstellen. Hier, die da. Aber ich kann das herstellen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Machen wir mal. Ach komm, alle. Und Zement, Zement, Zement. Sehr gut. Okay. So, ich baue mal ganz kurz. Wir haben keine Kakteen in der Nähe. Und ich mag nicht dauernd mir meine Achsen brechen. Deswegen, komm, schnell ein bisschen Gras holen. So, wie viele können wir herstellen? Zwei, ist ja nicht viel. Noch mehr, komm. Weil ich bin immer zu doof und dann klapper ich. Dann kann ich nicht springen, weil zu viele Knöpfe gedrückt sind. Dann vergesse ich immer und dann lande ich und mein Fuß ist Matsch. So. Und nochmal herstellen. Dankeschön. So. Wenigstens ein bisschen. Vielleicht. Aber ich knall dann eh nicht da drauf. Mal gucken. So, hier. Und das. Nee, das ist kein Loch. So. Einfach hier ein bisschen. Ja. Einer noch, bitte. Einer. Nur einer noch. Bitte. Bei beiden. Jawohl. Schneller, schneller, schneller. Danke. So. Vielleicht hilft's ja was. Seid ihr von eurer Herde abgekommen, ja? So, oder wolltet ihr nicht durchs Haus? Au! Sag mal! Unverschämtheit. Komm her. Boah, ich glaube, die sind alle noch im Haus. Oh, ihr seid doch doof. Ich glaube, die hatten keine Lust mehr und sind dann hier wieder raus. Komm mal her. Hm. So, jetzt schnell raus. Ich habe nämlich keine Lust, wie letztes Mal bei der Villa da hinten, dass dann 3, 4 Cops auf mich losrennen und explodieren in der Hütte. So, komm, du bist auch Vergangenheit. Fall um. Sehr schön. Mal gucken, ob die Krankenschwester, wo ist sie jetzt? Hier. Ob sie was dabei hat? Nein, natürlich nicht. Na gut. So.
Jetzt gehen wir aber nach unten, bauen einen Turm nach oben und dann fangen wir mal an mit der Hütte. So. Du sollst die Leiter runtergehen. So, zu machen. Tür. So, ich habe nämlich hier keinerlei Dings dabei. So, machen wir hier außen, damit die... Oh. Ne, muss ich innen bauen, okay. Ich habe hier nämlich keine Sachen, um direkt eine Tresortür zu bauen. Aber wir werden ja dann wahrscheinlich genug Stahl und so haben. Dann werte ich die einfach auf. So. Nee. Okay, aber passt. Dann halt so. Nein, lass mich erst raus. Ja, so passt das. Ich habe halt so ein bisschen Angst, dass die hier runterfallen. Und ich hab wohl, die müssen hier eigentlich runterrutschen und landen dann unten. So. Okay, dann bauen wir mal ein Türmchen. Oh, das sind aber wenig. So. Zum Glück sind die immer ganz schnell. Da machen wir Eisen draus. Ist vielleicht eine schlechte Idee, oder? Wenn ich da gleich runterfall. So, aber auf jeden Fall kommen hier Stacheln hin. So, einmal rundherum. So, haben wir genug. Nicht runterfallen. Bitte nicht runterfallen. Fehlt noch ein Stück. Halt dann oben. So. Ne, ich glaube ein bisschen noch. Jetzt müssten wir, glaube ich, passen. Okay. Und zwar kommt jetzt hier mehr oder weniger ja, unsere Hütte dran. So. Jetzt bin ich zu hoch, aber das regeln wir gleich. So, und jetzt, ihr müsst euch alle gegenseitig festhalten, okay? Ihr müsst euch wirklich, wirklich festhalten. So, alles schön aufwerten. So. Okay. Brav. Sehr gut. Es wird eine ziemlich kleine... Obwohl, nee. Nee. Wir machen hier den Rahmen sozusagen. Und dann Gitter rein. Ich glaube, dann brauche ich die gar nicht. Ich probiere das einfach nur mit dem Ding hier oben. Oh, ich glaube, das probieren wir. So, und zwar mal hier. So, Sekunde. Einfach nur den Rahmen. So. Hier. Und falls es hält. Aber das ist halt jetzt dann die große, große Frage. Wenn ich hier alles voll Gitter mache, weil ich brauche ja auch irgendwie ein Ding, um zu gucken, ob die überleben oder ob ich die vielleicht irgendwie wegklatschen muss. Deswegen machen wir das jetzt hier so. Auf die anderen Seiten oder ja, machen wir mit Eisengitter zu. So, perfekt. Ich glaube, die brauche ich dann gar nicht. Weil ich baue jetzt praktisch höher als gedacht oder geplant. Ich dachte, ich baue halt hier, dass hier praktisch der Boden ist. Aber der ist jetzt ein bisschen weiter oben. Ist auch nicht schlimm. So. Gib mir meine ganzen Sachen, bitte. Okay. Sehr gut. Ich glaube, den Rand muss ich aber von außen bauen. Jetzt wieder runter. Bisschen Zeit haben wir noch. Komm, komm. Die Stacheln mache ich erst dann rein, wenn ich fertig bin, habe ich mir gerade so überlegt. Das ist mir zu gefährlich. Au! So, auf jeden Fall wäre das dann hier mit Eisenstangen voll und darüber wohnen wir dann.
Zumindest in der Theorie. In der Praxis weiß ich nicht, wie es dann aussieht. Da sitzen wir dann wahrscheinlich eine Nacht oben und fliegen dann hinunter. So. Jetzt baue ich hier natürlich... Ich glaube, da hämmern die drauf. Da hämmern die auch drauf. Das ist echt nicht so einfach. Oder ich mache hier einfach... ab hier einfach Gitter und lass das Ding da offen. Ja, könnte auch funktionieren. Und ich werde beim Bauen schon einfach nur einkrachen. Ich weiß es doch jetzt schon. Das wird so übel. Auf jeden Fall bauen wir 1, 2, 3, 4 Dinger nach oben. So, ich probiere jetzt mal. Nicht einstürzen, bitte. Boah, ich werde so Schiss haben, hier zu wohnen. So, 2. Ich weiß, ich brauche mehr, aber ich traue mich nicht hier. Okay, komm. Wir schaffen das. Okay. Abbauen. So, das ist dann praktisch meine Wand. Hier baue ich dann eine Leiter nach unten. Da baue ich auch keine Treppe oder so. Da tut es dann echt eine Leiter, weil es halt wirklich auf engstem Raum ist. Komm. So, perfekt. Oh Mann, oh Mann. Okay. So. Eigentlich brauche ich genau hier das Ding, Ich baue hier... Wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Gib mir mal die Sachen zurück. So. Na, ich hätte auch aufwerten können, wenn ich schon mal oben bin. Ich doll durchs Kopf. Egal. Soll man das so bauen? Dass wir hier so rüber bauen. Mal gucken. Ich brauche erstmal die richtige... Nein, 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 nein. Ach komm. Ist es das? Nein, das ist es. Okay. Und zwar... So. Ist das jetzt noch hoffentlich? Jawohl. Irgendwie komme ich nicht zusammen. Ich glaube, ich muss mehr gerade nehmen. Jetzt machen wir eins weiter hier. Zack. Ich möchte halt hier zusammenkommen dann irgendwie. Jetzt schon vielleicht? Das könnte vielleicht hinhauen. So, da baue ich dann... Oh Mann, das ist ein ganz ekliges Bauen hier auf jeden Fall. So. Und das wird halt dann dicht gemacht. Genau. Und hier bauen wir noch eine solche. Eieieiei. Und das ist praktisch nur der äußere Rand für unseren Bogen. So, und da kommen die Zombies nicht hin zum Draufhauen. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Oh Mann, das wird ein ganz komisches Bauwerk. Ich weiß nicht, ob ich mich da wohlfühlen werde. Oh, das sind ja 4. Warum sind da 4? Das muss weg. Das will ich hier nicht haben. So. Komm, nochmal. Brav. Okay. Und dann... Jetzt gehen wir nochmal nach oben. So, nicht einstürzen, bitte. Nicht einstürzen. Weil es ist halt... Hier hält nichts irgendwie. Ich soll gleich noch einen Schritt zurückgehen, damit ich sicher bin. So, das wäre der Boden von unserer Hütte. Okay, soweit hält's. Aber das ist jetzt nur ein Gewicht von 4 Teilen. Das heißt, ich brauche das gleiche natürlich auf der Seite und auf den beiden anderen Seiten. Und dann brauche ich da natürlich noch mehr Gewicht, indem ich noch ein Dach brauche. Und es wird auf jeden Fall ekelhaft. Es wird ekelhaft. Zu bauen und zu wohnen. Ich werde da jedes Mal mit Angstschweiß sitzen und Angst haben. Genau. Schaffen wir noch ein bisschen? Nee. Ich glaube, ich werde langsam zurückgehen. Aber
Das ist schon mal so der Plan. Genau. Und da ist dann praktisch meine Fläche. Da kann ich dann ein bisschen Küche reinbauen. Vielleicht eine Werkbank oder so. Ich meine, das haben wir ja auch hier drüben. Aber es ist natürlich dann schöner in der Bude. Und hier kommt dann eben das Dach drauf. Und der Eingang, den muss ich natürlich auch noch irgendwie dahin bringen. Nur wie ist die Frage. Aber ich bin gespannt und ich hoffe, dass die Zombies dann einfach nur hier hinrennen und die Sachen alles in Ruhe lassen und dann hier plumps runterfallen, auf die Spitzen landen und hier kommen dann Eisenstangen hin. Einfach vielleicht nur so eine Dreierreihe oder so, damit es erstens nicht zu viel Gewicht ist und zweitens, dass die Zombies nicht hier drauf heimern können, weil wir wissen zwar, die rennen hier durch, aber die können dann auch hier stehen bleiben einfach und knüppeln auf den da ein. Und das möchte ich nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass die da drauf knüppeln, aber mal gucken. Einfach mal gucken. So, jetzt wird's nachts. Ich will nach Hause. Ich könnte zwar noch bauen, aber nö. So. Erstmal machen wir hier aus. Ah, schön Eisen. Dann können wir da später die Leiter aufwerten auf jeden Fall. Komm, essen noch ein bisschen. Und dann passt es. Werfe ich jetzt noch ein bisschen Eisen rein. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht für Spitzen oder zum Aufwerten oder für die Türe. Genau, für alles einfach. So. Na gut. Dann würde ich sagen, ich bleib mal hier die Nacht hier. Hoffe, dass mich keine Wanderhorde hier wieder überrascht, aber eigentlich nicht. Ist ziemlich sicher hier oben. Und dann bauen wir morgen weiter und hoffentlich ohne, dass wir samt Gebäude einstürzen. Genau. Gut, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.